Kennst du das? Du willst Analsex, aber sie will das nicht, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht hat oder es einfach nicht möchte. Vielleicht hat sie Angst davor und deine Motivation schwindet und schwindet, es überhaupt auszuprobieren oder mit ihr darüber zu reden. Nach diesem Video wirst du verstehen, welche analen Mindset-Blockaden die Frau hat und was du genau tun musst, damit sie das, naja, wirklich mit Freude macht mit dir und es auch selber will. Und noch kurz vorweg, abonnier doch bitte diesen Kanal und aktiviere die Glocke, weil dann wirst du verstehen, wie man Frauen wirklich glücklich macht. Ja, so, also ihr Lieben, wenn wir uns die analen Mindset-Blockaden anschauen, dann dürfen wir eigentlich nicht nur auf die Frauen schauen, oder? Das heißt, wir gucken uns jetzt auch vielleicht deine Blockaden an, weil oftmals hast du vielleicht so ähnliche Gefühle. Ja, und wir gucken erstmal so energetisch. Und wir können sagen, dass im Anus das Urvertrauen verbunden ist oder das da liegt oder in Chakren gesprochen, das Wurzelchakra. Ja, so. Und wenn wir das jetzt so mal vergleichen, dann können wir sagen, wenn wir uns dort wirklich sicher fühlen und loslassen, dann lassen wir auch, können wir jemanden einlassen. So, okay? Das heißt, wenn wir dort uns öffnen für jemanden, der wirklich uns wohlgesonnen ist, und das ist das Frauending, ja, dann können wir unser Urvertrauen verstärkt erleben, weil wir erleben noch mehr Hingabe als beim Schoß unseres, als bei unserem Schoß, ja, als beim Schoß der Frau. So, das wäre sozusagen der Lernschritt oder das ist die, auch die Angst und die Qualität dieses Gefühls. Und du, jetzt gucken wir mal auf dich. Und meiner Erfahrung nach haben genauso viele Männer damit ein Thema, weil die wollen dann gerne Analsex erleben, aber dass sie dort berührt werden, das geht überhaupt gar nicht. Ja? Also das heißt, es ist ja vielleicht nicht nur die Frage, wie offen ist sie dafür, sondern auch, wie schließt du das aus bei dir selber? Ja, und insofern, wie soll ich sagen, unser gesamter Körper kann als erogene Zone erlebt werden. Und da ist nichts, was es nicht kann oder kein Ort, den wir ausschließen sollten dabei, ja, und das schließt eben ein, dass wir nicht nur, sag ich jetzt mal, 5 cm berühren und dann 5 cm nicht berühren, ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn, sondern der Körper ist als Ganzes ein wunderbares Werkzeug und das können wir auch feiern und ja, liebevoll berühren. So, das wäre jetzt mal so die Ausrichtung auch für dich oder das ist vielleicht so die Mindset, das Mindset-Thema darum herum. So, und was heißt das jetzt für sie? Sie hat deswegen so viel Angst davor, weil sie, wenn sie sich da öffnet, sie sich komplett ausliefert. Und ich weiß, als Mann wirst du das nicht verstehen, aber wir werden eben in unserem Urvertrauen berührt. Und klar, gesellschaftlich ist das sowieso so ein Thema, ne? Also alle wollen es, alle sprechen darüber, aber in der Umsetzung wird es eben nur selten gemacht. So. Und das heißt, es geht darum, ihr Urvertrauen in dich, in die Beziehung zu dir zu stärken. Das heißt, eine Nähe und ein Vertrauen mit ihr aufzubauen, dass sie bereit ist, wenn du ihr die Hand gibst, über diese, wie soll man sagen, über diese Grenze, sage ich ja immer, oder über diese Brücke zu gehen, ja? Oder man könnte, was könnte man noch sagen, den Tunneleingang zu öffnen. Und dafür braucht sie das Vertrauen in dich. Und das heißt, das Vertrauen jetzt körperlicherseits ist, dass wenn
sie zum Beispiel, wenn sie Stopp sagt, und beim analen Berühren müssen wir ja sehr, sehr feinfühlig agieren, wenn sie Stopp sagt, dass du dann auch stoppst, ja, zum Beispiel. Oder wenn sie sagt langsam, dass du dann auch wirklich langsam machst. Langsam. Und langsam heißt nicht nur, sag ich jetzt mal, so, sondern langsam heißt noch viel langsamer, ja. Eigentlich noch langsamer, ne? Das ist einmal das, was du ihr sozusagen im Gespräch sagen kannst. Und dann kannst du eben, wenn du sie liebkost mit deinen Händen und deinem Mund oder mit deinem Körper, eben diese Stelle nicht mehr wie vorher auslassen, sondern die genauso berühren. Genauso, sag ich jetzt mal so, darüber streicheln oder eben einfach nur den halten. Und dann vielleicht mit der Zunge küssen und schauen, was passiert. Und beim Analsex ist es ja so, dass wir sozusagen, wir müssen es erst erwecken, diese Lustflamme. Die ist nicht, die steigert sich nicht, sondern es muss erst durch Berührung erweckt werden. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass du erstmal da Kontakt aufnimmst. Und dann kannst du eben nicht von 0 auf 100 gehen, sondern eben Schritt für Schritt das einbeziehen. Und natürlich kommt irgendwann der Punkt und die Frage, darf ich jetzt eindringen? Und das ist jetzt nicht so gemeint, dass du jetzt danach fragen sollst, sondern du kannst sie danach fragen, aber du kannst eben auch sozusagen das andeuten, indem du eben jetzt sozusagen mit einem Finger oder mit deinem gut besten Stück dann eben davor gehst und dann vielleicht mit Öl oder mit Gleitgel das vorbereitest. So. Und dann machst du das wirklich millimetermäßig. Millimetermäßig. Und der Trick ist auch, die Lust des Schoßes mitzunehmen. Also, ich sag mal, klar, es sind zwei verschiedene Orte. Ja, wo wir Lust empfinden. Aber wenn sie dann zum Beispiel sagt, stopp, und dann nicht mehr möchte, dann möchte sie aber vielleicht vorne trotzdem noch, verstehst du? Und wenn du vorne, wenn da die Lust weiter besteht, dann ist es für sie einfacher, das Anal auch aufzunehmen oder anzunehmen. Oder auch mal, wenn es gerade vielleicht etwas zu doll war, das vielleicht trotzdem auszuhalten. Und Vertrauen und Sicherheit gibst du ihr vor allem auch, wenn du darüber oder nicht darüber, natürlich darüber redest, aber dabei auch einfach immer wieder was sagst. Ja? Ja, ich bin vorsichtig. Ja, toll machst du das, lass mich rein. Ich spüre dich. Ich will, dass du dich hingibst. Ja, ich passe auf dich auf. Ich mache langsam, bin ich langsam genug, ja. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe hier halt die Flecken. Das passt echt gut zum Video. Ihr seht, ich bin auch richtig verwildert heute. Ich habe das einfach jetzt so gemacht, weil ich das passend finde zu diesem Video. Es geht um das Urvertrauen, ja. Und da ist es völlig egal, wie man im Außen aussieht, weil wenn das Urvertrauen da ist und stark ist, dann ist das Äußere völlig egal. Und das ist auch die Chance bei diesem Anal, wenn die Anale, wie soll ich das sagen, das anale Tor geöffnet ist, dass wir uns da eben verstärkt erleben können, wir Frauen. Und genauso gilt es übrigens auch für Männer. Die Männer, wenn die sich anal stimulieren lassen, und damit meine ich jetzt nicht homosexuell, sondern generell, wenn du kannst dich genauso anal stimulieren lassen von ihr, wie du sie stimulierst. Und das ist auch super, super heilsam, weil da kommt nämlich noch dazu, dass da hinten die Prostata sitzt. Die sitzt zwischen Hodensack und Anus. Und wenn du da dich stimulieren
oder lässt oder lernst, dann kannst du da eben auch deine Lust noch mehr steigern, mehr kontrollieren, also mehr steuern, sage ich ja immer. Und da dich auch noch mal anders erleben, ja, weil auch du darfst dich dann hingeben. Deswegen würde ich eigentlich immer beiden raten, sich damit auseinanderzusetzen und nicht nur, ja, die Frau soll sich dafür öffnen, obwohl sie nicht möchte, und er, nee, für ihn ist das ganz doof, ne? Also das macht irgendwie keinen Sinn. Wenn du dir das wünschst, dann spür doch mal, wie das sich für dich anfühlt und rege sie an, dass sie sich auch, dass sie dich auch dort berührt, ja. So, ich überlege jetzt mal. Also du machst es, du schließt es mit in erotische Berührung mit ein, und wenn es dann in die heiße Phase geht, dann berührst du erstmal nur von außen und immer sozusagen immer erstmal nur halten, und dann gehst du vielleicht drumherum und auch da hältst du lieber, also immer so anhalten, stehen bleiben, wieder ein Stück weiter, wieder anhalten, stehen bleiben. So, drumherum, und erst nach einer, sagen wir mal, nach 3, 4 bis 5 Minuten gehst du dann direkt an den Point und fest, nicht dolle direkt rein, sondern erstmal nur wieder halten von außen, ohne Druck. So, und dann wieder, wenn du merkst, weil das sind jetzt 2 Muskel, ja, und sie muss, die beiden Muskel muss sie entspannen. Und wenn du da Druck reingibst, dann kommt das überhaupt gar nicht, also es bringt überhaupt nichts, ne? Das heißt, du darfst einfach nur halten und dann spüren. Und wenn sie da etwas entspannter ist, dann machst du millimetermäßig, gehst du ein Stück weiter. Und dann stoppst. Du darfst nicht in einem reingehen, sondern immer nur Millimeter für Millimeter weiter. Und immer wieder da Pause dazwischen. Und da erstmal nur mit einem Finger und mit Gleitgel oder Öl dazu. Und dann eben das langsam steigern. Ja? Und nicht beim ersten Mal direkt volles Rohr rein. Okay? Langsam machen und sie loben und dass sie sich sicher fühlt und dass du das wertschätzt und dass es toll ist für sie und dass sie dich auch berühren darf. Ja? So kriegst du sie mit an Bord. So, und was können wir noch sagen? Also jetzt zum, dass sie wirklich Spaß daran hat und sich das wünscht und das gerne macht. Ja, dann gehört natürlich vielleicht auch dazu, dass du sie vorne mit stimulierst. Oder dass sie sich stimuliert, vielleicht kommt sie auch anal zum Orgasmus. Das dürft ihr halt dann ausprobieren und da einfach Erfahrungen machen. So, und noch als kleiner Tipp hinten dran: Mach das nicht jedes Mal, ja? Nicht jedes Mal beim Sex anal. Ach genau, noch, es gibt noch einen Hygienetipp. Also nicht jedes Mal Analsex machen. Ja, also ich sag mal so, von der Gewichtung sollte es mindestens 2:1 sein, also zweimal vaginal und einmal anal, aber eigentlich noch weniger anal, ja, sodass es wirklich was Besonderes ist. So, und der zweite Tipp, ganz, ganz wichtig: Wenn du hinten drin warst mit deinem besten Stück, dann gehst du, also auch mit deinen Fingern, du gehst überhaupt nicht wieder vorne rein. Das ist ein No-Go, okay? Du musst dich erst mit Seife waschen. Ganz, ganz gründlich. Hast du das verstanden? Weil da kriegen wir nämlich dann, naja, die wunderbaren Bakterien, die da im Darm sind, die kriegen wir dann, naja, die wollen wir natürlich nicht haben, ja? Und insofern geht es auch um diese Kontrolle deinerseits, also wie du damit konkret umgehst und genau klar bist, ja, welche Hand habe ich jetzt eigentlich benutzt? Ja, die darf ich dann nicht mehr vorne benutzen. Das musst du dir merken. Ja, ich habe, was weiß ich, gestern oder was habe ich wieder gehört? Ja, ich erzähle die Sachen, die sonst gar keiner sagt. Das habe ich ja jetzt auch wieder geschafft. Ich bin jetzt total happy, dass ich dieses Video geschafft habe. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich habe jetzt 3 Wochen daran gearbeitet, innerlich, dass ich dieses Video machen kann. Insofern, vielen Dank fürs Zuschauen und ich danke euch für eure Wertschätzung und wünsche ein wunderschönes Erleben miteinander.